Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Damit herzlich willkommen zu The Binding of Isaac, Afterbirth. Mein Name ist Michi, ihr schaut Michis Let's Plays und ja, wir starten einen neuen Spielstand und spielen Isaac, weil wir keine andere Wahl haben. Ja, wer sich in Isaac nicht auskennt, dann können wir zusammen ein bisschen dazulernen, weil ich bin auch kein Profi. Aber ich weiß ein bisschen was. Das sind Bomben. Bobby Bomb. Okay. Das Ziel ist halt im Spiel, so weit zu kommen wie möglich. Also, in diesem Fall ist es, glaube ich, wir müssen erstmal nur die Mutter töten. Und dann schalten wir immer mehr frei und ja. Wir müssen immer weiterkommen. Und alles ist per Zufall. Alles basiert auf Zufall und ja, und da werden wir immer wieder was Neues entdecken. Und ich entdecke auch was Neues, weil ich erst vor kurzem Afterbirth gekauft habe. Davor habe ich immer Rebirth gespielt. Es gibt ja eigentlich schon Afterbirth Plus, aber ich spare mir das Geld. Ich will das irgendwann mal auf den Laptop oder Computer kaufen. Und ja, da werden wir sehen. Okay, erstmal schon sofort getroffen. Okay, ich konzentriere mich mal ein bisschen. Gegen ihn habe ich allerdings noch nicht gespielt. Also ich habe gegen diesen Riesen, oh Kacke, gegen so einen Riesigen gespielt und dann ist er rausgekommen. Aber da war ich halt viel besser, dass er halt sofort gestorben ist. Aber er ähnelt sehr stark Dingle und den kenne ich ziemlich gut. Eigentlich spiele ich auch besser. Ich weiß nicht, warum ich die Hälfte meines Lebens verloren habe. Okay. Ja, kacke. Wir haben Two of Diamonds. Ist mir gerade aufgefallen. Woher haben wir es? Ah, da drauf rutscht man. Das ist sehr interessant. Oh, je. Sehr eklig. Okay. Schön ausweichen. Ah, ich habe nur noch ein Leben. Mist. Was ist denn das? Okay, wir haben ihn.
Screw. Tears and Shot Speed Up. Yeah, das ist schön. Ja, falls ihr euch fragt, wieso ich das Soul Heart nicht eingesammelt habe. Es liegt ja daran, dass ich kein blaues Herz verschwenden wollte, weil in der nächsten Ebene, da kann man nämlich einen Devil Deal bekommen. Und das kriege ich nur, wenn ich die roten Herzchen nicht aufbrauche. Also wenn ich jetzt mit dem blauen Herz Schaden nehme, kann ich trotzdem... Was ist das? Holy Light, Holy Shock. Okay, ab und zu schießen wir so ein Holy-Träne. Okay, interessant. Mal gucken, was es bringt. Ja, da sind auch Superformen hier. Oh, das ist... Oh, also wenn ich jetzt jemanden mit Holy... mit einem Holy-Shot treffe, kommt dann dieses Licht runter. Okay, interessant. Ja, genau das. Oh, das ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wir machen die Kacke kaputt und das Feuer auch. Wir haben ja Zeit. Okay. Ich mag das Item. Ich find's cool. Okay, das ist eine Trollbombe. Sie explodiert automatisch. Und sie trollt uns quasi. Wie der Name schon sagt. Ja. Das ist... Oh, wow, wow, wow. Nein, 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 weg. Okay. Alles gut. Alles gut. Wo ist denn jetzt der nächste Boss? Ah, da ist er ja. Perfekt. Ja, wir waren schon im Itemraum. Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt mal... Waren wir? Das waren wir. Okay. Wir haben auch Bomben bekommen. Legen wir eine hier hin. Da ist eine Pille. Speeddown. Ja, perfekt. Das ist genau das, was ich haben wollte. Grandios. Ja. Okay, ich dachte schon, es klappt nicht. Perfekt. Ja. Gehen wir weiter. Und Monstro. Immer schön ausweichen. Mhm. Das ist ein einfacher Boss. Den sollten wir eigentlich hinkriegen. Ohne Probleme. Ja, was sind jetzt eigentlich meine Ziele für die Let's Play-Reihe? Ich will Afterbirth 100% durchspielen. Monstrous Zahn, okay. Range up. Okay. Ich nehme dich mit. Das ist ein Damage up, damit wir mehr Schaden haben. Und das Ghost Baby, das einen begleitet, den lassen wir hier. Den werden wir schon früher oder später aufsammeln. Ja, stimmt, wir müssen ja alle Items mal aufgehoben haben. Das habe ich vergessen. Ja, wir werden ihn halt irgendwann mal schon aufheben. Okay, hier sind jetzt zwei verschlossene Türen. Wir machen einfach eine auf. Teleport for Dummies. Das bringt halt, dass unsere Tränen jetzt violett sind erstens und dass die halt so ein bisschen auf die Gegner drauf lenken. So, und hier haben wir einen blauen Stein. Das erkennt man daran, dass er halt bläulich ist und dass da ein Kreuz unten links in dem Fall abgebildet ist und da sind meistens Soul Hearts drinne und manchmal auch Truhen und manchmal Bomben, manchmal Schüssel, ja, aber meistens Soul Hearts. Okay, wir haben alles, wir gehen weiter. Ebene Nummer 3. Isaac hat Albträume. Okay. Wir gehen hier rein. Und wir haben keinen Schlüssel. Das ist ein Challenge-Raum, heißt er, glaube ich. Und hier gibt es zwei bis drei Wellen an Gegnern. Bosse oder normale. Ist immer unterschiedlich. Und ja.
Ja, Punkt. Wenn man halt das Item oder die Kiste haben will, oder die Kisten, muss man halt an den Gegnern vorbei. Außer man kann, man teleportiert sich weg mit einer Karte. Oder mit einem Item. Aber naja. Okay. Hier haben wir noch ein rotes Feuer. Das kann auch auf uns schießen, deswegen müssen wir es auch schnell löschen, weil es sehr unerwartet schießen kann. Ja, damit kenne ich mich nicht aus. Wenn man drauf tritt, bekommt man einen Herzschaden und bekommt manchmal Items oder Bosse oder Items. Das habe ich schon gesagt. Ich meine, solche kleinen Dingern, so Herzen oder Münzen, wie nennt man die? Drops? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, ich habe darin nicht gespielt. Mache ich nie. Da kann ich nichts sagen, werden wir wahrscheinlich irgendwann machen müssen. Für ein Achievement oder so. Okay, und da ist der nächste Boss. Perfekt. Das ist der Fallen. Das ist sogar gut. Es ist ein Gegner. Und wenn wir ihn besiegen, dann kriegen wir ein Devil Deal Item. Und Devil Deal Items sind ziemlich nice. Scheiße. Zu viel Damage. Okay. Wir haben dieses Baby da. Das bringt, das folgt uns versetzt, wie ihr sehen könnt. Folgt er uns und wenn wir durchschießen, kommt zwei Tränen raus. Oder verdoppelt der Schaden. Kommt der Schaden halt verdoppelt an, quasi. Ist halt quasi so ein Double Shot am Ende. Okay. Ich hätte jetzt sehr, sehr gerne einen Schlüssel für den Item Room. Das wäre wunderbar. Okay. Okay. So, Skelette. Ich sollte mal besser spielen. Das ist ja peinlich. Peinlich. Okay. Sollten wir eigentlich schaffen, diesen Run, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Außer ich spiele weiter so, wie ich gerade spiele, dann nicht. Aber ja, wir hatten schon irgendwo Herzen bekommen, keine Ahnung. Wir werden es schon schaffen. Oh, Mist. Okay, rüber. Wir müssen auf den Knopf drücken. So. Haben es geschafft. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist doof. Bäh. Okay. Hoffen wir auf den Schlüssel hier. Münzen. Okay. Ich will. Setz das mal ein. Jetzt haben wir 50 Münzen. Okay, dann hoffen wir darauf. Okay, ich bin. Ja, in roten Kisten können Items drin sein. So Guppy-Items, dazu kommen wir später. Soul Hearts. Aber auch. Ah, wir haben Kane freigeschaltet. Perfekt. Wir haben schon einen neuen Item. Einen Charakter meine ich. Aber kein Schlüssel. Ich wollte einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Wo war da. Wo habe ich einen Schlüssel? War der in der Truhe drin? Das ist ja nice. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich will ein anderes Item. Nein. Ja. So, soweit ich weiß, sollten wir jetzt Spinnen spawnen. Wenn wir Schaden machen. Glaube ich. Hoffe ich. Ist, glaube ich, ein gutes Item. Okay. Gehen wir weiter und hoffen, dass wir in der nächsten Ebene ein paar Schlüssel mehr finden für Shop und Itemraum. Das wäre nice. Okay, abgeschlossen. Nice. Okay. The Lovers bringen zwei Herzen. Genau, brauchen wir aber nicht. Feuer tot. Oh, Kacke. Fickt euch. Ich setz es ein. Ich kämpfe selten. Also,
Ich habe selten gegen die gekämpft, da weil sie erst mit Afterbirth dazugekommen sind. Und ich halt Rebirth gezockt habe, deswegen Mist. Nein. Mist. Nein, nein, warum? Okay. Wir haben jetzt die Devil Deal Chance verkackt. Oder nicht ganz verkackt. Das ist noch eine Chance bestehend. Aber sie ist jetzt ziemlich gering. Ja, schaffen wir auch so. Kriegen wir hin. Okay. Ah, wir haben Solar. Ist mir jetzt egal, habe ich jetzt einfach eingesammelt. Ja, was auch immer. Die Schwarzen sind ja auch neu. Die Kackhaufen. Sie machen dunkel, verwirren die Gegner und machen etwas Schaden. Wie ich es verstanden habe. Ja. Das bringt, dass unsere Tränen durch Gegenstände fliegen können. Genau. Das ist gut. Weil sie fliegen durch Gegenstände. Und können Gegner besser treffen. Okay. Schießen wir weiter. Ja, das war dumm. Das war dumm. Ich geb's zu, ich bin dumm. Okay, weiter. Ja, wir können uns jetzt hier verstecken und auf die Gegner schießen. Perfekt. Okay. Ich hab gerade auch irgendwie Rückenschmerzen, keine Ahnung. Das ist auch meine erste Aufnahme, keine Ahnung, ob ihr mich hört oder nicht. Ich hoffe es einfach mal. Ja, Gegner. Geschafft. Ja, nehmen wir. Was ist ein Trinket heißt es, glaube ich. Jetzt haben wir einen Käfer im Kopf. Das bringt, dass unsere Gegner. Die Bosse immer etwas Schaden bekommen am Anfang, habt ihr vielleicht gesehen. Und ja, und wir keine anderen Trinkets einsammeln können. Aber da ich sowieso von den meisten gar nicht weiß, was die bringen, sammelt es einfach eines. Es wird schon nicht verkehrt sein. Lil Chubby! Okay. Willkommen im Club. Death. Okay, wir gehen zuerst hier rein. Hier sind drei rote Kisten. In der ersten sind Pillen, in der zweiten sind Fliegen, in der dritten ist ein Herz. Okay, Lockdown, genial, das wollte ich haben. Hämatitis, genau. One makes you small. Perfekt. Death. Ja, ich will einen Job. Gib mir einen Schlüssel, damit ich den Job kann. Das wäre nett. Bitte. Feuer kaputt machen. Okay. Ja, mal bitte die TDs. Keine Ahnung. Brauche ich nicht. Ihr wollt mich verarschen. Schon wieder keinen. Okay. Das sind goldene. Oh, wie gemein. Das sind goldene Kackhaufen und ihr seht, was die bringen. Alter. Ja. Wirklich toll. Super. Perfekt. Ja, wir haben jetzt sehr viel Münzen, aber keine Schlüssel. Und in der nächsten Ebene würde ich wünschen, dass ich zwei Schlüssel bekomme. Das wäre wirklich nice. Okay. Okay. Gehen wir weiter. Kackhaufen. Oh, da kann auch jetzt ein Schwarzer rauskommen. Interessant, interessant. Das wusste ich nicht. Ist mir auch neu. Ja, ich werde auf jeden Fall in Zukunft irgendwann mal Afterbirth Plus kaufen. Aber nicht für die PS4. Denn ich will gerne auch mal ein paar Mods spielen, und soweit ich weiß, kann man das hier mit der Konsole nicht. Muss man einen Computer haben und es da spielen. Aber da ich momentan keinen Computer habe, spiele ich einfach auf der PlayStation. Ich mag es auch sehr. Also, okay, Schlüssel, perfekt. Also, wenn
Was soll ich sagen? Hier meine roten Faden. Wenn. Okay, das ist Schlüssel Nummer 2. Perfekt. Hier ist ja nichts drinne. Stimmt, wir müssen dann auch alles rein donaten. Okay, das ist die Broke Watch. Und wir spenden jetzt einfach mal das ganze Geld, soweit es geht, rein. Ich setze mich jetzt bequem hin. Okay, Blue Map. Das ist schön. Ah, oh, mein Rücken tut weh. Das ist nicht toll. Okay, Na, Upgrade, super. Und wir können nichts mehr kaufen. Das ist doof. Gehen wir weiter. Nach oben. Ja. Schmist. Nein, geh weg. Oh, ich mag diesen Gegner nicht. Die sind doof. Wir haben noch einen Schlüssel. Das ist wirklich sehr schön. Jetzt bekommen wir die ganzen Schlüssel. Okay. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne Isaac auf dem Computer, denn ich will die Mods spielen. Da werde ich nochmal alles nochmal kaufen müssen, ne? Oder? Ja. Okay, die Musik ist jetzt komisch geworden. Wahrscheinlich wurde die Zeit jetzt sich hier verlangsamt. Wunderschön. Beautiful. Okay. So. Kein Stein. Hab jetzt keinen gesehen. Okay. Wir rennen durch. Hat doch geklappt. Super. Okay, die können uns nicht treffen. Wegen dem Ding. Das ist ja nett. Okay. Ja, die ist gerne jetzt ein Herz. Ein Herz wäre jetzt nice. Über einen Herz würde ich mich freuen. Was ist das? Die 7. Reward. Reward. Rerollt er etwa das, was auf dem Boden liegt? Ist das damit gemeint? Nee. Münzen? Items? Nein. Vielleicht Karten oder so? Was wie holt denn der? Was zur Hölle rerollt der? Und ich hasse diese Geister. Die Geister sind der größte Mist. Okay, wenn... Okay, ich habe jetzt darauf nicht geachtet, aber wenn ein Gegner stirbt, kommt eine Spinne. Das bringt das Item. Okay. Wunderschön. Nach dem Herz. Okay, ihr habt keine Ahnung, was der Würfel macht. Wir nehmen einfach mal das Buch mit. Weil... Für einen Raum mehr Schaden zu haben, ist wirklich sexy. Ich mag es. Okay. Gehen wir zum Boss? Wir gehen zum Boss. Monstro 2. Okay, wir sehen sofort zwei Monster. Oh, hab's vergessen. Ich dachte, er schießt nach unten. Okay, der ist sogar eingefroren. Also verlangsamt, meine ich. Dank unserer Uhr. Und für diese... Oh, Mann. Mann, ihr macht mich ganz nervös. Ich fange an, schlecht zu spielen. Mensch. Okay. Wir haben ihn. Alles top. Ein Pyjama. Lazarus. Ich weiß nicht, wann man ihn freischaltet. Keine Ahnung. Was haben wir gemacht? 3 Soldats auf einmal? Ne, 4 oder so? Keine Ahnung. Oder so und so viel eingesammelt? Ich habe echt keine Ahnung. Och ne, nicht ihr. Euch mag ich auch nicht. Ich hasse euch. Ihr seid Bullshit. Okay, aber bald tot. So. Gehen wir weiter. Ja, sprengen wir.
Naja, das können wir zum Beispiel jetzt nicht nehmen wegen diesem. Wegen dieser Zecke, ne? Wegen dieser Zecke in unserem Kopf. Aber okay. Ist jetzt kein Drama. Hab eh keine Ahnung, was das bringt. Ja. Gehen wir hier rein. Hier ist das. Okay, spielen wir mal ein bisschen. Noch kleiner. Okay, was war das? Herzchen. Bombe. Münzchen. Schlüssel. Okay, ich bin normalerweise nie dran. Aber es klappt gerade erstaunlich gut. Oder? Okay, spielen wir auch mal da dran. Mist. Okay, okay. Am Ende sprengen wir einfach alles. Ich bin gerade irgendwie geflasht davon, deswegen rede ich gerade so wenig. Ich bin irgendwie fasziniert. Okay. Eine Blutbank. Ein Blutbeutel. Wir haben ein neues Item gefunden. Ja. Kommt schon. Noch kleiner, Alter. Ich war noch nie so klein. Warum sind sie so klein? Heftig. Ich war noch nie so klein. Lustig. Ich find's gerade lustig. Ich weiß nicht, ob ihr es lustig findet. Wahrscheinlich nicht. Aber ich find's lustig. Lass mir meinen Spaß. Oh, ein Fünfer. Mann. Scheiß liegen. Ja. Ich glaube, ich will ein bisschen was für einen Shop haben. Es gibt da noch einen Shop. Und es könnte ein Item drin sein. Das würde ich gerne kaufen. Einfach nur, damit wir es halt in der Hand gehabt haben. Ja. Okay, perfekt. Ach ja. Die sind auch neu bei Afterbirth zugekommen. Wenn sie jetzt sterben, das sind jetzt wie diese roten Zombies, dann da lassen sie so eine schwarze Masse und noch eine Spinne. Ja. Ja, Schlüssel. Ja, komm, Mann. Okay. Ja, wir haben jetzt Piercing Shots. Schön. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesem Item und dem Schützen? Gibt es einen Unterschied? Also beide sind ja Piercing-Shots, ne? Gibt es da jetzt aber einen Unterschied? Keine Ahnung. Okay, wir sprengen das hier. Okay, Mist. Okay, wir schaffen das schon. Gesprengt, weil ich glaube, es gibt eine Trophäe. Oder nicht eine Trophäe, sondern halt... Ja, eine Trophäe halt. Ja, egal. Okay, boom. Nehmen wir mal mit, damit wir es halt mal gehabt haben. Okay. Mama. Das ist Mama. Das ist ihre Hände. Und es gibt ja viele von den Mamas Händen. Ja, das ist auch. Trinket. Trinket.
Und Pille, Bombsaal, Kies, okay. Ach nö. Geschafft. Wenn es auch einfach rausspringen können. Aber egal. Ich spreng mal. Ich glaube, ich spreng mal alles. Oder wir spielen bis dahin so lange, bis wie lange wir können. Und dann sprengen wir diese Automaten da. Ja. Das ist ein Plan. Das ist ein Plan. Okay, Münzen. Ja, komm, sprengen wir nochmal die Schädel hier. Da können nämlich auch Items drin sein. Oder Gegner, gehen wir weg. Okay. Ich will in den Zaki-Zaki-Raum. Ich gehe in den Zaki-Zaki-Raum. Ich gehe da rein, ja. Und da drinne bist du. Okay. Ja komm, gib mir eine Karte. Lovers. Okay. Oh. Ein Contract. Ein Devil Deal Item. Ich glaube, es verdoppelt alle Drops. Okay, wir können es hier vielleicht sehen. Wenn hier was gedroppt wird, ob alles verdoppelt wird. Also, dass wir zwei Münzen bekommen statt einer und zwei Bomben und so. Ja, zwei Herzchen. Genial. Wirklich genial. Okay. Wir haben hier noch was zu spielen. Oh, Soulheart. Okay. Dann hier eins. Okay. Ja, gut, gib mir einen Schlüssel. Zwei sogar. Können wir noch was anderes geben? Irgendwas, was ich brauche? Okay, spielen wir hier noch ein bisschen. Full Health. Perfekt. Okay. Ich ziehe das irgendwie in die Länge. Ja, ich weiß, aber ich mache das zum ersten Mal hier so relativ. Hier so. Weil ich das noch nie gemacht habe. Und ich zu viel Geld habe. Keine Ahnung. Es macht gerade Spaß, okay. Lasst mich. Das war's. Sag tschüss. Tschüss. Okay. Ab zur Mama. Mann, wir brauchen fast eine halbe Stunde, um Mama zu killen. Naja, wir haben echt viel Zeit verschwendet. Aber es hat Spaß gemacht, die Zeit zu verschwenden. Er hat Spaß gemacht. Ja, die Mutter ist oben. Hier eine Bombe. Hier eine Bombe. Oh! Justice! Hallo? Joker, hallo? Warte, wir setzen mal Joker ein. Was kannst du mir hier geben? Ich nehme einfach beides. Azazel, yeah! Azazel ist eins meiner Lieblingscharaktere. Deswegen freue ich mich. Über Azazel. Ich mag Azazel. Der ist zwar overpowered und so, aber ist mir egal. Es macht mir einfach sehr viel Spaß, mit ihm zu spielen. Und jetzt haben wir ihn. Und können dann auch mit ihm einen Run machen. Oder so. Perfekt. Wir haben es geschafft. Yeah. Isaac was cornered. His mother
fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Das war der erste Part, The Binding of Isaac, Afterbirth, von und mit mir, Michi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte Spaß auf jeden Fall. Lange hatte ich nicht mehr Spaß mit Isaac. Das Blitz macht echt Spaß. Es hat mir Spaß gemacht. Ich werde weitermachen auf jeden Fall. Und ist es eigentlich aufgefallen, dass die ganzen Charaktere, die Körper so zittern in dem Video, aber zum Beispiel das eine Auge von Isaac nicht, das sah echt komisch aus, wie alles gezittert hat, außer dieses eine Auge, das fast aus dem Kopf raus. Wir haben The Womb unlocked und eine Challenge und noch eine Challenge, noch eine Challenge, noch eine Challenge, noch eine Challenge, noch eine Challenge und noch eine Challenge. Ah, die Reiter. Cube und Meat. Nee. Meat Cube, Cube of Meat. Und Ball of Bandage. Haben wir freigeschaltet. Yes, sehr schön. Sehr schön. Und neue Charaktere haben wir auch. Wir haben einen Winstreak von 1. Hier Items, welche wir eingesammelt haben, sind ja ein paar jetzt. Reroll, Reroll. Ich verstehe nicht, was es soll. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, in meinem richtigen Spielstand, womit ich immer gespielt habe, habe ich nicht mal die 7 gefunden. Sehr skurril. Okay. Hier, die Secrets haben wir jetzt auch. Ein paar Stückchen. Okay. Und die Challenges werden wir auch irgendwann mal machen. Oh, da sind viel mehr freigeschalten, als angezeigt wurde. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Und es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Also, Tschüss und bis zum nächsten Mal.